gucken mal Max sein erstes Video, okay? Max sein erstes Video, I cry Max. Erstes Video. Hey ho Leute, Crymax hier und heute zeige ich euch, wie ihr euch in GTA Online unsichtbar machen könnt. Wow! Dafür müsst ihr mindestens zu zweit sein und braucht einen Pickup jeglicher Art, das ist völlig egal. Hauptsache hinten eine Ladefläche. Einer davon muss den Pickup lenken und der andere, der eben unsichtbar später wird, muss im richtigen Moment auf die Ladefläche draufspringen. Okay. Hierbei solltet ihr beachten, dass ihr etwa so draufspringt, wenn der Wagen gerade bremst. Ihr seht es hier gerade und statt dass ihr dann in den Wagen reinspringt, fallt ihr quasi durch und seid mit dem Wagen unsichtbar. Jedoch der Fahrer und der Wagen, wenn sie wieder rausfahren. Ey, vor allem, er redet so, als würde er gerade so Vortrag halten, ne? Sind leider nicht unsichtbar, nur ihr. Aber ja, geht auf jeden Fall relativ schnell. Es gibt noch einen anderen Glitch, in dem ihr euch im richtigen Moment in ein normales Auto einfach reinsetzen müsst. Jedoch ist es ein bisschen schwerer. Dafür werden aber dafür der Fahrer und das Auto unsichtbar. Naja, wow. Hierfür, also wenn ihr euch einfach nur unsichtbar machen wollt, ganz simpel, würde ich euch diesen Glitch hier empfehlen. Danke. Ihr habt es innerhalb von 10 Sekunden habt ihr das gemacht, ihr habt es gerade gesehen, müsst halt einfach nur auf das richtige Timing warten. Ja Leute, das war's von mir, ich hoffe euch hat dieser Glitch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Like da als Zeichen dafür, dass es euch gefallen hat und dass ihr mehr sehen wollt. Natürlich, der Like ist da. Ja, komm, wir gucken mal kurz SUs erstes Video. SU erstes Video. Oh, was geht ab? SU ist wieder am Start mit einem weiteren Part von Cat Goes Fishing. Oh. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ich habe meinen Führerschein gemacht, mein Freund. 240.000! Er hat uns schon wieder erwischt. Egal, wir haben ja den Schuh. Bitte, bitte, ich muss einfach nur treffen. Und boom, getroffen. Ja, der hat angebissen. Gleich, komm schon, nur noch ein bisschen. Der hat doch Videos gelöscht. Er fängt direkt als Profi an, alles klar, da muss ich aber los. Er ist direkt Profi, er fängt an mit YouTube, direkt Profi, danke. Das war definitiv nicht besser. Ja, SU ist auch nicht groß. SU ist auch, glaube ich, nur 1,75 oder so. Also ich bin auf jeden Fall einen Kopf größer wie SU. Und jetzt kommt die WW-Ulti, natürlich. Jetzt, wo alle tot sind, macht er seine dreckige Ulti. Nein, Mann! Komplett explodiert ist. 3, 2, 1. Warte. Ich zeig euch jetzt, wie man dieses Spiel realistisch macht. Okay, nein. Komm her, ich hab noch meine Ulti, vielleicht schaffe ich den noch. Komm schon. Und? Du bist tot, du bist sowas von tot, Junge. Double Kill. Neuer Gegner, der ist keine Herausforderung mehr für uns. Die sind alle keine Herausforderung für uns mehr, natürlich. Er kommt und gibt mir so einen Seitenhieb. Ying und Yang zu fangen, das war mit Abstand das Schwerste, was wir in diesem Spiel gemacht haben. Du sollst die Matheaufgaben jetzt nicht ausrechnen. 7, 1, das ergibt gar keinen Sinn. Weil man hat echt LOL auf seinen Kanal gebracht. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Ich nenne dich Yugi. Was für TF? Ich glaube an das Herz der Karten. Ich habe nichts gegen guten Freestyle-Rap. Aber das, was du gerade gefreestylt hast... Ey, yo, yo. Yo. Was? Das war sein erstes Video? Aber der muss ja davor auch schon YouTube gemacht haben. Er muss ja die Videos gelöscht haben. Safe. SU hat alles gezockt. Ja, er war so Let's Player gewesen. Damals war das ja noch so krass gewesen. Jeder wollte irgendwie Let's Player werden. Aber Let's Player gibt's heute ganz wenige nur noch. Also die so wirklich alles spielen können. Also ich glaube, so die klassischen Let's Player gibt's gar nicht mehr. Gibt's fast gar nicht mehr. Außer die Größen, die natürlich jetzt schon drin sind. Aber ich glaube, wenn du jetzt anfängst, Let's Play hochzuladen, juckt sich keiner für. Glaube ich, würde niemand gucken. Aber ich glaube, SU macht auch schon seit 2013 oder so Discord, alles klar. Der macht auch schon übelst lange YouTube.